15. Brüderlichkeit. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Zitat Jesus. Seitdem Sieg Konstantins, der den Christen weltweit eine Vormachtstellung gab, haben wir in unterschiedlicher Art und Weise versucht, unseren Status als Nachfolger Jesu auf der Erde zu demonstrieren. Wir haben berühmte Konzile organisiert, die mutige Aussagen über die Natur Gottes, der Seele, des Universums und des Lebens formuliert haben. Seitdem Sieg Konstantins, der den Christen weltweit eine Vormachtstellung gab, haben wir in unterschiedlicher Art und Weise versucht, unseren Status als Nachfolger Jesu auf der Erde zu demonstrieren. Wir entfachten verheerende Kriege, die Elend und Terror bei denen verursacht haben, die sich nicht an die Spielregeln unseres Glaubens hielten. Wir nahmen das Grab des göttlichen Meisters in Anspruch und schwangen dabei das tödliche Schwert und entzündeten das zerstörerische Feuer. Wir ernteten Lob und erreichten religiöse Positionen, verbreiteten Gift und schwangen das Messer. Wir entzündeten Feuer und errichteten ein Schafott, erfanden Foltermethoden und bauten Gefängnisse für diejenigen, die nicht unsere Ansichten waren. Wir entfachten Bruderkriege im Namen des Herrn, der am Kreuz die Hingabe an die ganze Menschheit bezeugt hatte. Wir bauten Paläste und Basiliken, berühmt für Schönheit und Pracht, mit der Absicht, den Herrn zu ehren, und vergaßen, dass er keinen Platz hatte, auf dem er seinen Kopf betten konnte. Und auch heute füttern wir Trennung und Zwietracht und errichten Gräber des Unverständnisses und der Feindseligkeit gegeneinander, durch kleinliche Meinungsverschiedenheiten. Das Wort Christi steht außer Frage. Wir werden nicht echte Verkünder der frohen Botschaft, nur durch die Äußerlichkeit unseres Handelns. Was wir brauchen, ist Kultur, die die Intelligenz entwickelt, die Gerechtigkeit, die die Ordnung hält, den materiellen Fortschritt, welcher die Arbeit bereichert, und Gruppen, die das Studium fördern. Aber jede menschliche Bewegung ohne das Licht der Liebe kann im Schatten verloren gehen. Wir werden in der Schule des Evangeliums zugelassen werden, indem wir das Reich Gottes in unserem Leben wachsen lassen. Verbreiten wir also die schlichte und einfache Brüderlichkeit, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Brüderlichkeit, die arbeitet und hilft, versteht und verzeiht, zwischen Demut und Dienst, um den Sieg des Guten zu gewährleisten. Dienen wir ihr, wo immer wir sind, und erinnern uns an das deutliche und zuversichtliche Wort Gottes. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.